Hallo Cars-Fans und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Cars. Heute habe ich euch mal das Dreier-Set Fancy New Road oder auch Brandneue Straße mitgebracht. Das Set enthält Ramon, Doc Hudson und Hook oder auch Mater. Das Ganze ist im Rahmen der Radiator Springs Classic Serie exklusiv bei Toys R Us erschienen und kostet in Deutschland 19,99 €. Und hier wie gewohnt nochmal der kurze Blick auf die Rückseite der Verpackung. Hier sind die drei Modelle mit ihrem Namen nochmal abgebildet. Von links nach rechts Ramon, Doc Hudson und Hook oder auch Mater. Die drei Modelle sind identisch mit den Single Packs, bestehen aus Metall und Kunststoff, sind im Maßstab 1 zu 55 und der Hersteller ist Mattel. Die komplette Karosse des Ramon besteht aus Zinkdruckguss inklusive der Front und der Frontscheibe. Die Räder des Ramon bestehen aus Kunststoff und sind frei beweglich. Und das komplette Dekor, wie zum Beispiel die Augen, die Streifen auf der Motorhaube und den Seiten, und das Heck mit den Rückleuchten und dem Nummernschild mit der Aufschrift Low and Slow, das ist alles komplett aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Weiter mit dem Dock. Auch bei Doc Hudson besteht die komplette Karosse aus Zinkdruckguss inklusive der Frontscheibe, wo die Augen drin sitzen. Allerdings ist die Front- und die Heckstoßstange aus verchromtem Kunststoff. Auf der Fahrerseite besitzt der Doc Hudson einen kleinen Rückspiegel, der ist aus Metall und fest mit der Karosse verbunden. Die Räder bestehen aus Kunststoff und sind frei beweglich. Auch hier ist das komplette Dekor, wie zum Beispiel die Augen, die Scheinwerfer, die Rückleuchten und die Zierleisten, aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Und zum Schluss noch zum Hook oder auch Mater. Das komplette Führerhaus besteht aus Zinkdruckguss inklusive der Front. Die Frontscheibe ist ein Plastikeinsatz, wo die Augen drauf gedruckt sind. Auch der Motor und die Rückspiegel bestehen aus Kunststoff, genauso wie das Heck mit dem Haken und dem Hakenhalter. Die Räder bestehen ebenfalls aus Kunststoff und sind frei beweglich. Und auch hier ist das komplette Dekor, wie zum Beispiel die Augen, die Front, die Seiten und das Heck, komplett aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Das soll es von mir für heute gewesen sein. Im Anschluss jetzt könnt ihr euch die Modelle natürlich nochmal genauer anschauen. Ich möchte mich schon mal verabschieden, sage danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst bitte das Abonnieren nicht.